Rennstrecke ab sofort untersagt. Ich wiederhole, Training auf der Rennstrecke ab sofort fertig. Los, drei Runden zu fahren. Drei Runden. Ich muss weiß haben, nicht, dass ich das falsch sage. Zwei Runden noch zu fahren. Zwei Runden noch. Zwei Runden noch zu fahren. Zwei Runden noch. Sie lesen, dass wir die Startnummer lesen können. Die Startnummer, die wir nicht lesen können, die Fahrer werden nicht platziert. Das sieht mal schon viel besser aus als vorher. Kommando gilt, auf die Plätze, fertig, los! Auf der Strecke, 8 Meter rums, redet auf dem Gas, schöner. 7 Runden noch zu fahren, 7 Runden noch zu fahren, und die hat so richtig was getan im Rennen. 45 vor 44, Durchschnittsgeschwindigkeit der ersten Runde 42,2. Rückstand zur Spitze, 6 Sekunden, 6 Runden noch zu fahren, 6 Runden noch ein Führer zu fahren. In diesem Moment geht die Spielfahrerin Julia Bayer von der Seerose, gestiftet von Spielwarenhaus Gresser. Herzlichen Dank, Julia Bayer, 10 Euro vom Spielwarenhaus Gresser, Sympathieprämie, um zu fahren. Und hier hat sie gerade eine abgesetzt, um 3 Runden zu fahren. 3 Runden noch. Alleine an der Spitze ist der Fahrer mit der Startnummer 45, Durchschnitt alleine 44,5. Startnummer 44 müsste Leo wohl fix sein. Der Spitzenreiter hat noch 2 Runden zu fahren. 2 Durchschnittsgeschwindigkeit der vergangenen Runde, immer noch in der Leinfahrt 44,5. Letzte Runde, Schlussrunde. Letzte Runde, Schlussrunde. Der Schlussanlauf ist auf dem Fahrrad Sportfachgeschäft Van Bockhofen. Und hier Schlussanlauf. Dominik Lichtgräfer, Sieg im U15-17-Rennen. Schlussanlauf. Hier.